jetzt hier seit 2 Tagen vor Alcoteam, vor Anker. Haben schon wieder super viele Leute getroffen und ja, die Zeit fliegt. Wir haben irgendwie noch nichts geschafft, seit wir hier sind, so richtig, aber es ist auch okay. Jeden Tag irgendwie 30, 35 Grad, Sonne. Genau, jetzt geht's mal wieder los mit ein paar kleineren Sachen, die noch gemacht werden müssen. Und zwar habe ich fürs Dinghy so Hydrofoils bestellt und wir hatten noch ein paar Rollen fürs Dinghy, um es leichter in den Strand hochziehen zu können irgendwo mal. Und das werde ich jetzt mal in Angriff nehmen. Das Dinghy ist schon hochgezogen. Ich muss jetzt noch das SUP aufbauen, dass ich da drunter arbeiten kann. Auf geht's! Das sind diese Hydrofoils für den Außenborder. Ich hoffe, dass man dann zumindest alleine irgendwie ins Gleiten kommt. Eigentlich sind die erst ab 4 PS gedacht. Ich hoffe mal, dass es jetzt auch für unseren Motor ein bisschen Pluspunkte bringt. Wahrscheinlich werde ich dann ein bisschen Sieger zwischendonnern und dann gucken wir mal, ob das was hilft. So, das sind jetzt hier diese beiden Rollen. Da werden einfach nur 4 Bolzen pro Stück durch den Heckspiegel gejagt. Und ja, die Dinger, die gab es beim Dinghy, was wir zu Bonnerling dazu gekriegt haben, dazu. Und die habe ich da abgebaut und die bauen wir jetzt hier wieder an. Wir waren jetzt hier gerade noch bei 2 Seglern, die wir gerade kennengelernt haben. Über Hans und Birgit und Kurt und so. Die sich hier so ein bisschen gesettelt haben und ein kleines Grundstück haben. Und von da aus geht es jetzt auf eine Wanderung. Am Fluss entlang. Jetzt gerade hier durch so einen Bambuswald. Ziemlich cool. Und mal gucken, wo wir hier rauskommen.
jetzt hier heute Abend nochmal einen Mast, um das Ankerlicht zu tauschen, also das Leuchtmittel. Da war nämlich immer noch Glühbirne drin. Und jetzt haben wir da schön LED, sparen nachts ein bisschen Strom. Und so sieht das hier aus. Super geil. Und rüber zu Jan. Das mit dem Motorrad ist jetzt leider nicht so romantisch. Aber vielleicht kann man den Ton ja rausschneiden.